Noch kein Film unserer Tage hat jemals eine solche Panik entfesselt. Gorgo, ein Ungeheuer, das aus einer für uns nicht vorstellbaren Vergangenheit auftaucht. Alle Nachrichtenblätter der Welt überschlagen sich in den Schilderungen dieses Ungeheuers, das niemals zuvor gesehen aus den unerforschten Tiefen des Ozeans aufsteigt. Immer wieder berichten die Schlagzeilen von zwei Tauchern, die kurz entschlossen dieses Ungetüm fangen und es dann zur Schau stellen. Sam, ich muss rauf! Werft die Netze aus! Was fällt dir eigentlich ein? Lass ihn los, Joe! Ich wollte, dass es wieder frei ist und zurück kann, wo es hingehört. Wieso? Bloß weil ich nicht will, dass es hier liegt und noch länger gefangen ist. Kommen Sie, meine Damen und Herren, hier sehen Sie Gorgo! Aber die Zeitungen verschweigen die Geschichte eines kleinen Jungen, der sich seltsamerweise zu diesem Tier hingezogen fühlt. Und der davon offenbar mehr weiß als alle anderen und es besser versteht als alle Gelehrten. Sie unterstellen also, dass es irgendwo ein ausgewachsenes Tier geben könnte? Ja, und wie groß würde dieses Tier dann sein? Da, sehen Sie. Das junge Tier, das ausgewachsene. 70 Meter groß soll das Tier werden? Vor diesem ausgewachsenen Exemplar sind alle hilflos. Auf der Suche nach dem gefangen gehaltenen Sprössling nimmt Gorgo Rache an den Menschen und Millionen fluten durch die Straßen. Der Tag des jüngsten Gerichts ist da! Eure Sünden kommen über euch! Nichts kann dem Ungeheuer Einhalt gebieten, weder der Einsatz des Heeres und der Marine noch irgendeine andere Macht der Welt. Feuer vom Panzerturm Nummer 1! Alles zum Abschuss fertig! Wir feuern! Gorgo, die Hölle von London. Vielleicht nicht nur das Schreckgespenst aus einer längst verflossenen Epoche, sondern das Chaos von morgen, das Ende unserer Zeit. Noch nie waren sie Zeuge des völligen Zusammenbruchs unserer Zivilisation.